Kaffee ausgetrunken und wir gehen weiter mit unserem Let's Play. Du hast leider nur überpünktlich angefangen zu sprechen, aber dann nicht. Wirklich? Wie viel hat man jetzt gehört? Egal. Pause vorbei, wir haben trainiert und jetzt geht's zurück in die Arena. Genau, erstmal zeigen wir, was wir trainiert haben und dann... erstmal haben wir Mollord um ein Level trainiert. Wow. Trigaria ist auch ein Level. Der Flame ist jetzt auf Level 30, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen, denke ich. Und ich habe Rentata ins Team geholt. Und bis auf Porenta Level, übrigens. Ja, Porenta, genau. Und auf Level 20 gebracht. Wir bringen jetzt schnell Fliegen bei, damit wir nicht laufen. Sehr, sehr geil. Ich mag Porenta einfach. Porenta ist auch ein sehr niedliches Pokémon. Denn du bist ein Lauch. Dennis hat einen Lauch, genau. Porenta wird eher ein Mitglied im Lauchclub, oder? Natürlich. Porenta kriegt die Mitgliedsnummer 1. Oder ist es unser Maskottchen? Oder? Nein, nein! Was hast du... Naja, Irren einmal zu viel A gedrückt. Es ist wie auf dem Gameboy, jetzt hat man sich verdrückt und jetzt war es das auch. Ja, das passiert. Das passiert. Man kann ja nicht einfach die ganze Aufnahme wegschmeißen und neu anfangen. Moment, doch könnte man, aber... Machen wir nicht. Das wäre ja lange. Wir sind ehrlich. Ich bin hier ein Gameboy-Spiel und kein Computerspiel. Genau. Okay, das muss ich trotzdem mal ganz kurz machen, sicherheitshalber. Hast du ein Safe-Set gesetzt? Genau, ich hatte vergessen vor der Aufnahme. Oh. Udo! Silver, howdy! Ich bin's, Udo! Ist es heute nicht schön? Nein. Willst du kämpfen? Nein. Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Egal. Rude 35. Egal. Bis später. Nein. Klick, 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 düt, düt, düt. Also das Ivo ist das ganze Spiel. Was, wie bitte? Ivo ist auch nicht, was auch will. Ach, hört mal auf, rum zu Bayern. Rum Bauer. Zu Bayern. Ist auch so geil, weil man kann sagen, wechseln, Berlinern, aber Bayern. Man bayert. Man bayert. Ich Wambo. Du Wambo, er sie es. Das Gespräch haben wir schon. Oh, leider erst mich schicken. Ich wollte das mal kurz demonstrieren. Ja, das war ein Computerfehler bei euch. Sven hat keine Turbo-Taste auf der L-Taste auf der hinteren von seinem Kopf. Nein. Das ist ein L-Trigger. Deine Mutter? Keine Taste. Meine Mutti ist kein Trigger. Sehr, sehr effektiv. Er setzt immer noch Donnerwelle ein. Das ist doch so sehr, peinlich, Magnetido. Du bist peinlich. Sehr, sehr peinliches Magnetido. Sehr, sehr peinlich. Warum macht es eigentlich so viel Schaden? Keine Ahnung. Weil sie es mit Sonderbonbons gefüttert hat und dann nur noch Ether und Kalium und... Ether und Kalium. Ether haut nur die AP wieder auf. Ja, ich möchte mein Pokémon eben kurz wechseln, Tatsache. Mit? Und zwar hauen wir mal Mrs. Leaf rein, ist mir jetzt egal. Irgendwas. Ich will nämlich meinen Flame, warum habe ich eigentlich noch keine Top-Genesung, obwohl wir noch nicht so weit im Spiel sind? Ah, da war ja was. Ich möchte mein Pokémon heilen, ein wenig. Das heißt, ich muss jetzt zwei Hits aber ausweiten. Muss dann nicht das Mogelbaum höchstwahrscheinlich dran glauben? Ja, aber Flame hat mehr Chancen als das Teams zusammen. So viel wollte ich dann doch nicht trainieren. Faulheit und so. Ihr kennt das ja. Was ist eigentlich das dritte Pokémon? Ich glaube ein Magneton. Okay, da muss noch eins dran glauben. Mach mal Flucht. Ich glaube, das geht hier sogar noch. Ich weiß gar nicht, oder? Nee. Ging das nicht früher, dass Nein. man aus... Nein, das ging ja nie. Das wäre auf jeden Fall ziemlich... Also so einfach fliehen und... Sehr, sehr witzig. Dann könntest du ja EP farmen gehen. Man muss das erste Pokémon besiegen und dann fliehen. Möchtest du noch ein Pokémon einsetzen? Nein. Los, Flame. Flame möchte nicht. Flame macht immer nein, aber... Nicht die Mama. Glut! Sehr, sehr Glut. Very Glut. Much Au. Oh. Very effective. Much Damage. Wow. Also das da ist schon mal ein gutes Onset, was wir hier gerade uns liefern. Ja. Vielleicht reicht sogar ein drittes. Oh, Kreideschrei. Sehr, sehr dumm, Stalos. Sehr, sehr dumm. Könnte klappen. Könnte ein Drittel sein. Oh, es ist besiegt. Es ist sehr effektiv. Stalos wurde besiegt. Wir sind natürlich Level 31. Schön. Flammenrad, endlich. Wenn man jetzt das Knacken hört, das ist die... Das ist egal. Colorado-Packe. Mm. Aber am schönsten sind die Berge von Colorado. Warum lässt das Ding eigentlich nicht einfach offen? Stimmt.
mehr. Why? Du bist ein Lauch. Why being? So, heute dürfen wir was hast du, was essen. Hast du vergessen? Rauchwolke. Gut. Finally, it's there. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of death. Und damit haben wir was für einen Orden, Bloody? Natürlich den Stahlorden. Wer hätte das gedacht? Genau, Übereinstimmung mit den Regeln überreiche ich dir diesen Orden. Silver hält 3500 Pokédollar. Das ist der Orden, den wir erreicht haben. Wie ist denn das? Hatte sie den Orden bisher und muss ihn dir jetzt geben? Oder darf sie hat, random glaub, Orden verteilen? Ich glaube, sie hat genug davon. Okay, sie hat also einen ganzen... Wir haben den Stahlorden, ihr seht es. Er hört die Pferd. Deiner Pokémon. Der Pferd. Fing mal ganz kurz durch, ich brauche mal... Ja. Einen... Oh, Eisenschweif, sehr schön, dankeschön. Hast du da so wenig reingemacht, oder? Nee, ich habe eigentlich genug Cappuccino-Pulver in deinen Cappuccino reingemacht. Aber ich habe gedacht, bevor ich einen zu viel reinmache, kannst du dir vielleicht zu viel, noch was... Zu viel gibt es nicht bei mir. Also. Ah ja, okay. Also zu viel ist, wenn du so viel drin hast, dass kein Wasser mehr reinkriegst. Richtig viel Schläge. So dickflüssig, ne? Ist irgendwie so ein Löffel Wasser auf dem Becher Cappuccino. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ja, das finde raus. Habe ich dir sogar gesagt. Okay, ich lauf mal zurück nach, Teak City. Okay. Teak City Life. Ja, ich will Fahrrad fahren. Ja. Mach Teak City Life. Oh ja, das ist sehr gut. Oh, Silver, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Ja, was wolltest du auch machen, wenn ich es dir nicht wiedergebracht hätte einfach? Die Sache ist, kommt diese Nachricht nach einer gewissen Zahl von Schritten, die du mit dem Fahrrad sozusagen gegangen bist? Du, ich weiß es gar nicht. Es kann auch einfach Zeit sein. Ich glaube, das kommt nämlich auch, wenn du nicht mit dem Rad gefahren bist. Was machen wir jetzt hier in der Hood? Erstmal geh mal in den Turm rein. Guck mal, wir können jetzt Stärke und so einsetzen. Alles. Ob wir schon dahin kommen? Genau. Nee. Rechts ist der Trümmerer, ne? Ich glaube rechts. Ja. Unser Trümmerer-Mon haben wir auch dabei. Stärke oh Gott, Flashbacks. Zubat. Ich mag Zubat. Ja, ich kann eigentlich auch, ne? Aber ich hab Mal gucken, ob Tackle davon reicht. Könnte. Tatsächlich. Sehr interessant, sehr, sehr gut. So. Boah, es sind hier immer so viele Pokémonze. Ja. Smogon mag ich. Also ich mag es, wenn es mir gehört. Wenn es mir als Gegner irgendwo rumschwirrt, dann denke ich mir einfach nur. Es ist nicht gesterbt. Nicht gesterbt? Oh mein Gott. Ich bin vergiftet. Ich kann das erklären. Soll ich es heilen? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube, wir haben Gegengift dabei. Let's look. Let's have a look of Gegengift. Ich glaube, wir haben auch noch eine Giftbeere. Giftbeere? Oder so. Stimmt, Muttern hat er gekauft. Wenigstens eine. Soll der Tomara eingesetzt sein? Ja. Wie war das damals? Diese alte Person sieht den Digi haben aus. Wir doch schon hier. Mhm. Ui, was ist das denn? Das finde ich sehr vorzüglich. Spring nicht! Oh, doch. Sehr, sehr sprunghaft. Muggelbaum! Danke, Muggelbaum. Ich liebe den Spruch von Muggelbaum. Ja, ich auch, den Spruch. Den Digi. Was ist TM20? Eine technische Maschine, mit der wir eine Attacke lernen können. Nach oben. Und zwar lernen wir damit Ausdauer. Habe ich natürlich nicht gewusst. Wie mindestens ein Kapitel. Guck mal, da ist was. Niedlich. Noch was. Oh. Niedlich. Angucken? Mal angucken? Hey, ich will da hin.
Ja, das heißt, du gehst auf der anderen Seite nachher auch nochmal hoch und holen wir uns den Pokéball dann noch. Pokéball. Nach unten, nach unten, nach unten. Du kannst nach unten springen. Da. Treppe. Nee, nicht da. Muss nach links oben gehen und dann. Trix! Hast du gesehen, oder? Wie dann, gesehen? Ist dann rechts auch was? Wie rechts? Ne, wieder nicht. Hast du es noch gewusst oder hast du es gesehen? Das habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, rumgerandomt. So. Also es war ja eine klare... Kein Plan Plus. KP Plus. Sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Wie kommen wir denn da in die Mitte rein? Da hinten lang? Ah ja, okay. Smogon, würde ich sagen... Okay, Ratzfatz. Ratzfatz! Ratzfratz, wie alle immer Ratzfratz sagen. Nee, ich sag immer Ratzfatz. Ich weiß nicht, ich lasse mal das zweite R weg. Radfratz ist richtig, natürlich. Hat dieses Drecks, wie sich gerade erdreistet, mich anzuruckzuckieben? Ja. Ich finde übrigens, das ist ein sehr schönes Wort, anzuruckzuckieben. Keine Ursache. Das wäre ja noch schöner, wenn das dir eine Ursache machen würde. Da hätte es ja keine Wirkung. Ach doch, Ursache, Wirkung. Moment, der Typ hat Feuer. Da muss ich Pflanze einsetzen, ne? Wasser, genau. Der Typ hat Feuer. Hier ist die Mama von Flori. Flori soll sofort nach Hause kommen. Geheimtraining. Wer ist eigentlich Flori? Wir erinnern uns. Feuerspucker Wolf. Wolf. Mhm. Später ist er dann Bundespräsident geboren und musste abdanken. Was war das? Was hast du gesagt? Später ist er dann Bundespräsident geboren und musste dann irgendwann abdanken. Genau. Flutator. Als Kind habe ich mal gelesen, diese Attacke ist Schlumpfiel. Was ist denn Schlumpfiel? Was? Ja, ich wusste einfach nicht, dass... Au! Drecks. Blagen. Ich habe mal einen Briten kennengelernt, mit dem habe ich mich über die Namen der englischen und deutschen Pokémon und deren Aussprachen unterhalten und er ging so drauf ab, dass Charmander... Charmeleon, das Charmeleon, also Glutexo, Glutexo heißt. Und er hat die ganzen Arme so, oh my god, that's so good, Glutexo. Das fand er richtig toll. It came from Texas. Moment. Wieso was? Ist der Typ grau? Was? Moment. Ich war so in mein Training vertieft, dass ich in dieses Moment. Best bug ever. I don't think that mach mal einen Screenshot. Ich mach ein Foto. Wir haben es auf Video. Ja, Schwachsinn. Moment, was? Okay, Moment, warte mal, geh mal nochmal ein Stückchen hoch. Ja, genau. Nachher möchte ich bitte nochmal beide drin haben. Links, der war nämlich farbig. Rechts, der war farbig. Oben, der nicht. Alter, was ist denn mit dem los? Ausgebrannt. Nein, nein, zu weit. Ist total abgebrannt. Und du hast auch mehr Glück als Verstand, ne? Du hast eine ziemlich gute Trefferchance mit Surfer. Was machst du? Slam. Und du triffst auch noch. Soll ich dir zeigen, dass ich noch ein zweites Mal mit Slam treffe? Weißt du, wie die Attacke hieße, wenn das Spiel von Apple käme? Moment, Moment. Der Witz ist bestimmt so gut, dass ich da selber drauf kommen muss. Die Attacke? Ja. Eislam? Ja. Auf Deutsch? Eierwurf? Islam. Ach so, Eislam. Eislam. Ich weiß gar nicht, ist das Islam auf Englisch? Eislam? Ja, ich denke. Ich denke mal, ne? Islamic. Das ist mal noch grau. Oh. Ist egal. Lass mal liegen. Brauchen wir nicht. Der Typ ist nicht grau. Ich feiere das irgendwie. Sehr geil. Hier für einen Screenshot. Könnt auch ihr einen machen. So. Die sind auch grau. Ich glaube, die müssen grau sein. Tweet. 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 Tschüss! 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 Jetzt kriegen wir einen Anruf von Lindy Lind, oder? Weißt du, in welcher Reihenfolge sie jetzt weggehoppt sind? Anhand der Rufe? Nee, das kann ich nicht. Raiko? Ja. Das war Suicune? Ja. Und das unten war Entei. Sieh mal an den Farben. Der ist sehr, sehr geil. Okay, ja, gut, ich hätte nicht wissen müssen, kein Bock jetzt hier. Wenn irgendjemand drunter schreibt, ah, das sind ja die legendären Hunde, dann werdet ihr leider instant geblockt werden müssen. Warum? Weil es Katzen sind. Es sind Katzen!
sind Katzen. Ein Säbelzahntiger. Es ist also Raiku ist ein Säbelzahntiger. Eine südpersische Nacktkatze. Und die anderen habe ich vergessen, wusste ich aber auch mal. Warum sind hier eigentlich immer nur so wenig von diesen Leckern? Könntest du da einfach weiterspielen? Na, okay. Ich werde es leider wegnehmen müssen. Nein, gib mir noch unseren rosanen. Ach, der hat mir die Colorado geklaut. Hier, guck mal, ich suche nach diesen. Das sind die geilsten. Ach, die Dinger feierst du über? Super, die sind zwar ziemlich geil, aber da muss ich mal gucken, dass ich einfach mal so eine ganze Packung von den Dingern ranhole. Sehr, sehr gute Idee. Okay, ich kaufe mal neue Bälle. Ja, sehr, sehr gute Idee. Hier, mach du mal, du bist der Item. Wirtschaft da, sonst verkaufe ich dann noch irgendwas, was du gesagt hast. Ey, das brauche ich noch, um irgendjemanden damit will. Ich kaufe mal neue Bälle, sonst verkaufe ich irgendwie noch was du brauchst. Ja, wir geben unser ganzes Geld aus. In der Balltasche schon. Ach so. Verkaufen wir mal Sachen. Fruchtsein, braucht keiner. Ich wette, irgendwann freust du dich. Braucht keiner. Supertrank, braucht keinen Moment, was? Ja, wir sollten die ganzen bitteren Sachen jetzt mal verbrauchen, weil... Ja. Irgendwie... Da, beim Energiestopp steht übrigens nicht bitter. Sehr, sehr gut. Eisbeere. Brauchen wir auch nicht. Bringt zwar nicht viel Geld, aber... $5 worth it. Sonderbonbon, den könnten wir gleich mal raufhauen. Ja, wer kriegt den? So, die Aprikoko brauchen wir auch, die Pink und die Wiss nicht. Nie gebraucht. Wir holen uns gleich noch eine zweite Grimm. KP Plus. Ach, das verteilen. Was hat Grin nochmal? Macht dir einen Freundesball. Der erhöht gleich die Liebe. Freundschaft auf 200, genau. So, KP Plus bekommt unser Porenta. Und ich würde sagen, Porenta ist auch eines Sonderbonbons. Nein. Nein? Nein, es kriegt Flame. Dududum. Okay. Näher am Tornado dran, weißt du? Tu mal den... Sag mal... Du trinkst auch nur aus Durst, oder? Na ja, na klar. Und du? Nö. Ich war der Zweite. Ich war letztens schon hier und hab irgendwie keinen Hyper bei dir gesehen. Oh. Da bin ich irgendwie hier gleich straight forward gerannt. Was ist das eigentlich für eine Höhle? Erzähl doch mal. Gleich. Nein. Oder sowas in der Art. Ich möchte erstmal meinen Pokémon tauschen. Und zwar möchte ich. Nee. Ultrigaria erstmal vorhaben. Und dann gucken wir ganz kurz in den Einheitstunnel rein. Das ist nicht der Einheitstunnel. Der kleine Einheitstunnel. Klingt schon sehr patriotistisch. Kesselberg ist das, genau. Der Kesselberg, ja. Da gab's doch was Schönes. Was gab's denn da? Da konnte man sich einen Rabauz holen. Wenn mir nicht alles täuscht. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir jetzt. Wir sahen auf dem Weg zur nächsten Stadt. So wie immer in Pokémon. Wir sahen auf dem Weg zur nächsten Stadt. Ja! Grin! Der zweite Aprikoko Grin. Und bevor wir hier weitermachen... Schon wieder Feierabend? Nein. Liege mir jetzt dahin und gebe die beide ab. Den Kurt? Ja, hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt? Ja, einfach Kurt. Oh, ich finde es so schön, wie die Fleckmonster wieder... Ein Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Leider, nein. Aprikoko grün. Ich werde einen Pack brauchen, um einen Ball daraus zu machen. So, ging das hier überhaupt schon, dass wir ihm mehrere gegeben haben? Nein, wir können ihm nur einen gleichzeitig geben. Oh, das hätte ich auch... Du hast es schon mal erwähnt und da habe ich das irgendwie gedacht, ja, ich... In der Soul Silver geht das. So. Ja. Und in der anderen dann halt in der Hot Gold natürlich auch. So, wir brauchen, weil es gleich 20 ist, einen Abschiedsscreen. Einen hübschen Abschiedsscreen. Oh, was in diesem Item drin ist,
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Cliffhanger vom Feinsten. Pokémon Silber mit Fluddy, Box und Formus. Nee. Genau, irgendwie so. Ich weiß auch nicht. So oder so ähnlich. Bis dahin, tschüss. Tschüssi.